Hallo, moin moin und herzlich willkommen zur nächsten, 10. Lesung aus dem wunderbaren Buch von James Atkin Wiley von 1853 ins Deutsche übersetzt, Das Doppelgesicht des Papsttums. Wer auch nur wirklich im Entferntesten glaubt, dass ich mir jemals diesen furchtbar langen ganzen Titel des Buches merken kann, der kennt mich noch nicht. Ich konnte anscheinend früher, als ich in die Schule ging, ganz gut auswendig lernen. Ich habe den ganzen Zauberlehrling auswendig gelernt, den ich letztens gelesen habe. Aber heutzutage, ich bin wohl ein bisschen zu alt. Das klappt nicht mehr so richtig. Und damit ich mich jetzt erstmal ein bisschen auf die kommende Arbeit konzentrieren kann, um dieses wundervolle Buch, den nächsten Teil, zu lesen, werde ich erst einmal anfangen, ein wunderbares Musikstück einzuspielen, das unser Bruder Alexander in der Woche aufgenommen hat. Das war nur so lang, ich musste es in zwei Teile schneiden, deswegen haben wir heute den ersten und nächste Woche den zweiten Teil. Aber hört euch das mal an, der Alexander hat wieder ein sehr schönes Musikstück gemacht und das spielen wir jetzt mal ab. Neige dein Ohr und hör mich, denn ich bin nirgend und da. Bewahr meine Seele, denn ich bin dir zugetan. Hilf du mein Gott, deinem Knecht, der sich auf dich verlässt. Und sei mir gnädig, oh Herr, denn zu dir rufe ich alle Zeit. Erfreue die Seele deines Knechts, zu dir, Herr, erhebe ich meine Seele. Denn du, Herr, bist gut und vergibst gern, und du bist reich an Gnade für alle, die dich anrufen. Vernimm, o Herr, mein Gebet und achte auf die Stimme meines Flehens am Tag meiner Not. Ruf ich dich an, denn du erhörst mich. Dir ist keiner gleich unter den Göttern und nichts gleich deinen Werken. Herzlichen Dank, Alexander, um uns auf diese Art und Weise auf die Lesung heute einzustimmen. Und ich gehe auf der Seite, wo wir letztes Mal aufgehört haben, wie ihr seht, hier Seite 124 in dem PDF noch einmal kurz zurück und lese das eingefärbte, erst den grünen und dann den blauen Satz nochmal. Das hatten wir schon gelesen, wie ihr euch vielleicht erinnert. Wir gehen hier unten auch in das jüngste Konkordat nochmal rein. Das haben wir letztes Mal gelesen. Wir sind in das Konkordat mit reingegangen. Aber um uns nochmal in die richtige Stimmung reinzubringen, was wir jetzt lesen, wir sind ja immer noch mit der Begründung und Ausdehnung des Suprimats, also des Papsttums, beschäftigt, wiederhole ich eben nochmal den grünen und gelben Satz und den grünen und blauen Satz und natürlich, was darunter steht. Bei jedem Schritt droht den Regierungen derartiges geistliches Schach. Bei jedem Gesetz über Erziehung, über Kirchenländereien, bei jeder Regelung in Betreff der Klöster, bei Ausübung staatlicher Aufsicht über den Klerus, bei jedem neuen, einem Staatsbürger zu erteilenden Privilegium, bei jedem Vertrag mit dem Auslande können sie in Kollision mit der Kirche kommen, der nirgend auszuweichen ist und zu deren Angelegenheiten alles gehört, was in der Welt ist, so dass der Vorwand, die Gewissen zu leiten, noch immer dazu dient, die Macht der Regierungen zu annullieren und den Bischof von Rom oder seinen Tonsuierten Bevollmächtigten an der Könige Höfen zum Meister der Letzteren zu machen.
Die Erfahrung hat sattsam gelehrt, dass die rein geistliche Gewalt alles in ihren Bereich ziehen und über die Welt eine unerträgliche Knechtschaft bringen kann. In der von Rom erstrebten unfehlbaren geistlichen Leitung sind kirchliche und bürgerliche Angelegenheiten so untrennbar und so hoffnungslos miteinander vermengt, dass der Versuch, sie voneinander zu sondern oder zu trennen, ebenso vergeblich ist, als wenn man die Zeit von den ihr lebenden Wesen oder den Raum von den ihn füllenden Körpern trennen oder wie ein Tagesschriftsteller in der Edinburgh Review es treffend ausdrückt, mit Shylock ein Pfund Fleisch oder ohne einen Tropfen Blut zu vergießen ausschneiden wollte. Das jüngste Konkordat, das wir letztes Mal bereits gelesen hatten, zwischen dem Papst und der spanischen Regierung, dessen Hauptinhalt wir zu besserem Verständnis in der Anmerkung mitteilen, das hatten wir ja bereits gelesen, enthält den Suprimat nicht nach Demetris und Gosselins als geistreichen Theorien, sondern in seiner Wahrheit und so, wie er bis heute besteht. Da schwingt Pio IX, wie wir wissen, das ist Papst, also Antichrist Papst Pius IX, der zwischen 1846 und 78 das längste Pontifikat bis heute eines Papstes hatte, dieser Pio IX schwingt hier beide Schwerter, also das geistliche wie das weltliche, wie nur je Gregor, also Hildebrand, Gregor der Siebte und Innozenz der Dritte getan haben. Da kann jedermann sehen die Daumenschrauben, welche von der geistlichen Jurisdiktion einem Staat in allen seinen Angelegenheiten noch immer da angesetzt werden. Entkleiden wir das Dokument der Phrase, die den römischen Kern umschließt, so ergibt sich folgender Sinn. Also wir sprechen jetzt über das Konkordat. Und jetzt, meine Lieben, schnallt euch an. Jetzt kommt es wirklich knüppeldick. Der Papst ist Herr von Spanien. Seine Priester können es nach Befallen regieren und der Hof von Madrid samt allen Zivilbeamten sind seine dienstfertigen Gehülfen. Vergleiche hiermit auch das Konkordat für Deutschland vom 20. Juli 1933 unter dem Videotitel Das Konkordat von 1933, der Pakt mit dem Teufel, habe ich ein Video gemacht, das könnt ihr euch dann gerne anschauen und den Link werde ich in die Beschreibungsbox dieses Videos nochmal extra mit rein tun. Da ist es nämlich ganz genauso. Die Gewissensfreiheit ist für immer vom spanischen Boden verbannt. Die Vernichtung der Wissenschaft und die fortdauernde Herrschaft der Unwissenheit wird gewährleistet. Die Staatsgewalt ist verpflichtet, der Geistlichkeit im Aufsuchen der Bibel, in Betreibung evangelischer Missionare und Ausrottung der Ketzer behilflich zu sein. Das Land wird mit einem vollständigen Netze geistlicher Gesellschaften überzogen, damit der Klerus die Bürger desto besser zügeln und der Regierung Widerpart halten könne. Dies und nichts anderes ist der Sinn des Konkordats. Es ist ein so verabscheuungswürdiges Instrument, wie nur je eins aus dem Hauptquartier der römischen Verschwörung wider die Völker Europas hervorgegangen. Es soll die Gewissen binden und die Manneskraft Spaniens in Fesseln schlagen. Es beweist, dass die Inhaber des sogenannten Heiligen Stuhls trotz aller anscheinenden Milde neuerer Zeit, trotz des Unglücks, das über sie gekommen, ja, wir wissen ja über das Ende des 18., Beginn des 19. Jahrhunderts, noch immer sich nicht entblöden, das Menschengeschlecht zum Zorne zu reizen und dem Himmel Trotz zu bieten. Vorläufig wurde übrigens dieses Konkordat beiseite gelegt, weil die unmittelbar darauf ausgebrochene Revolution in Portugal und das nicht laute, aber tiefe Murren im eigenen, also spanischen Lande, die Leiter der Regierung überzeugte, dass eine solche Übereinkunft mit dem Papste zu teuer erkauft sein würde. In der Fußnote steht jedoch, wird es jetzt dennoch eingeführt. 1853, also zwei Jahre später, weil wir wissen ja, das Konkordat war von 1851. Zwei Jahre später hat man es doch eingeführt. Nicht in den despotisch regierten Ländern Spanien und Italien allein begegnen wir solchen hochstrebenden Plänen der priesterlichen Gewalt. In dem konstitutionellen und halbprotestantischen Deutschland rücken die Bischöfe der römischen Kirche mit ebenso ausschließlichen und unduldsamen Ansprüchen heraus.
Der Triumph österreichischer Politik im Süden Deutschlands hat der römischen Priesterschaft in jenen Gegenden bereits das Übergewicht verschafft und das Streben nach Alleinherrschaft neu belebt. Ja, was kann jemand wie der Jörg da natürlich jetzt für einen Kommentar drüber verfassen? Der Triumph österreichischer Politik im Süden Deutschlands hat der römischen Priesterschaft in jenen Gegenden bereits das Übergewicht verschafft. Siehe doch mal die Lesung hinter den Diktatoren, den Drahtziehern auf der Schliche, wo der Punkt ganz deutlich gemacht wird, in den letzten Teilen, und zwar das ist nach der Lesung, das ist eigentlich im Anhang, das sind 7 Videos über die österreichische, über die Europäische Unionsregierung, dass die erzkatholische Regierung aus Österreich kommt, Hitler in Berlin einziehen muss, um das gesamte Deutschland zum Katholizismus zurückzubringen. Genau das lesen wir hier drin. Ich meine, das ist ein paar Jahre bevor Adolf Hitler überhaupt kommt. Aber der Punkt ist, dass wir hier ganz deutlich schon drin sehen, Mitte des 19. Jahrhunderts, dass der Triumph österreichischer Politik im Süden Deutschlands ist. Das heißt, die importieren sich einen Österreicher, um dort den römischen Katholizismus zu festigen und die Macht entweder in den Süden zu bringen oder dann von dem Süden nach Berlin zu bringen. Und genau das ist im Dritten Reich dann passiert. Ja, und da Michael so kräftig getütet hat, möchte er wahrscheinlich einen Kommentar dazu geben. Ja, ich wurde ja dazu mehr oder weniger genötigt, diese Hupe mal zu benutzen heute, weil du ja lange nicht mehr gehört hast. Und da habe ich mir gedacht, das tue ich dann mal. Ich wollte nur eben Bescheid geben, dass der Papst, der spätere Papst, frühere Nunzio Eugenio Pacelli, ja auch von München aus sozusagen da seine Fäden gesponnen hat, weil der ja eben in München gewesen ist. Und die ganze Bewegung bezüglich des damaligen gescheiterten Putsches, die ging ja auch von München aus. Das heißt also, eigentlich hat sich damals diese ganze Geschichte eigentlich in München erstmal so zusammengebraut und eben nicht in Berlin. Berlin war halt einfach viel später auf der Agenda. Aber München war quasi, wenn man so will, dann so die katholische Hauptstadt. So sehe ich das zumindest. Da hast du vollkommen recht. Das habe ich auch gar nicht anders behauptet. Ich habe im Grunde gesagt, und das ist die Conclusio dieses Themas, alles Schlechte, was Deutschland jemals überkommen ist, kommt aus dem Süden. Und zu dieser Zeit, wir sprechen hier von 1853, gehörte Österreicher noch zu Deutschland. Darf man nicht vergessen. Ich weiß, dass es da arge Probleme gibt mit einer Pauschalisierung, dass immer alles Böse aus dem Süden kommt. Ich finde das jetzt auch ein bisschen zu sehr Schublade. Ich sag mal so, es ist kein Wunder, dass eben diese ganze Bewegung aus dem Süden kam, weil eben da die Katholiken überproportional vertreten sind. Aber das würde ich jetzt nicht auf den gemeinen Menschen jetzt münzen wollen, weißt du? Nein, der gemeine Mensch, der kann ja sowieso nichts dafür. Da diskutiere ich ja nie drüber. Ich gebe ja nicht dem Otto-Normalverbraucher auf der Straße die Schuld. Mhm. Es ist die Regierung, die aus dem Süden kommt, das heißt aus Rom, aus Italien, über Österreich nach Deutschland hinein. Und dann gibt es ja diesen sogenannten berühmten Weißwurst-Äquator, ja? Und da sind bis jetzt viele Dinge dran hängen geblieben. Ja, so sind zum Beispiel die Römer ja auch nie über den Rhein gekommen. Die hatten die Ostseite, die Westseite des Rheins besetzt, aber die Ostseite sind sie nicht rüber. Da waren die Germanen, die wilden Stämme, da wollten sie lieber keine Füße draufsetzen. Und später, wenn wir das von dem Norden her sehen oder von dem Süden her sehen, ist halt immer, und das ist halt hier jetzt, was der James Edgar Wiley bereits bespricht, 1850er Jahre, dort bereits so gewesen, dass dieser Abfall, und politischer Abfall, so kann ich das ja nur nennen, eben aus dem Süden kam. Aus Italien über Österreich nach Deutschland. Und 1850 gab es ja noch kein Deutschland in dem Sinne. Das gab es ja erst mit der Gründung des Reichs 1871 durch Bismarck. Davor waren das ja alles nur lose Staaten. Aber die katholische Unterwanderung ist immer aus dem Süden herausgekommen. Und im Dritten Reich haben sie es ja nicht anders gemacht. Da haben sie sich einen Österreicher importiert, haben den in München da machen lassen, Putsch machen lassen, alles drum und dran, wo der Pacelli dabei war, gebe ich dir alles vollkommen recht, alles richtig. Und dann haben sie die Machtzentrale aus München, also aus dem Süden, nach Berlin verlegt. Weil das, was sie im Süden hatten, wollten sie nach Berlin legen, um es so über ganz Deutschland rüberzulegen. Eine katholische Decke über das ganze Land zu legen, sage ich jetzt mal. Ja. Eben dadurch, dass sie die Machtzentrale dann aus München nach Berlin verlegt haben, was die eigentliche Hauptstadt ist. Preußen. Berlin war die preußische Hauptstadt. Mhm. Und wenn der Katholizismus die preußische Hauptstadt regiert, dann ist das ganze Land katholisch.
Das siehst du ja heutzutage noch, beziehungsweise bis vor kurzem an den Wahlergebnissen, wie stark die Dominanz der CSU in München beziehungsweise in Bayern gewesen ist. Das gab es ja in keinem anderen Bundesland insofern, dass die da so stark gewesen sind. Ich meine, gut, die CSU gibt es nur in Bayern, deswegen ist es sowieso jetzt ein Spezialfall. Aber wo ist denn ansonsten so die Phalanx der schwarzen Partei sozusagen, der Partei der Katholiken, wenn ich es jetzt einfach mal so nennen möchte, wo ist sie denn sonst in welchem Bundesland so stark gewesen? Und zwar über Jahrzehnte, und das ist ja eigentlich nur in Bayern gewesen. Ne? Und also es hat meines Wissens in ganz Deutschland nur ein anderes Bundesland gegeben, das die ganze Zeit nur von einer Partei regiert wurde, und das war Bremen von der SPD. Ja, aber eben kein anderes Land, wo halt eine C-Partei eben da regiert hätte und so lange und mit so einer Dominanz, ne, als in Bayern eben. Das ist zwar richtig, Michael, aber das ist auch eine Ablenkung von dem Fakt, dass egal welche Partei regiert, alle Parteien vom Papst autorisiert sind und von daher die päpstliche Agenda vertreten. Von daher spielt es keine Rolle, welche Partei regiert, das ist immer eine Papstpartei. Ja, nur dennoch ist ja klar, aus welcher Partei die CDU, CSU hervorgegangen ist. Und im Endeffekt müssen wir doch jetzt einfach mal so konsultieren, dass eben genau da die traditionellen Strukturen, drücke ich mich mal so aus, der Leute, die halt direkt quasi der Kirche unterstellt sind und eben nicht die Opposition spielen. Ich weiß nicht, wie ich mich jetzt noch deutlicher ausdrücken soll, dass die halt eben da in Bayern halt schon über Jahrzehnte, Jahrhunderte dann eben schon diese Strukturen eben verfilzt sind und deswegen auch so lange eben die Wahlergebnisse immer auf einem konstanten Level gewesen sind, weil die halt von einer Generation an die andere halt weitergegeben werden und die Leute halt auch gar nicht dieses politische System durchblicken. Ich will jetzt überhaupt keine Diskussion über Politik entfachen, ich wollte halt einfach nur kolportieren, dass eben meiner Meinung nach deswegen Bayern den Sonderstatus hat, weil Bayern halt eine Partei hat zum Beispiel, die sonst nirgendwo antritt und eben die schon Wahlergebnisse hatte, weit über 60%, was in der deutschen Nachkriegspolitik zumindest auch so ein Novum ist. Dem stimme ich vollkommen zu. Ich streite das überhaupt nicht ab. Du hast vollkommen recht mit dem, was du sagst. Und deswegen fasse ich das ganz kurz damit zusammen. Alles Schlechte, das jemals über Deutschland gekommen ist, ist immer aus dem Süden gekommen. So. Und damit meine ich nicht Otto Normalverbraucher, weil der macht keine Politik. Der legitimiert die Politik, so dumm ist er, durch Wählen zu gehen und so weiter. Aber das ist ja nicht nur Otto Normalverbraucher in Deutschland, das sind sie ja im Grunde überall. Ja? Aber dass die CSU da eine ganz besondere eigene Stellung hat in Bayern, das ist durchaus richtig. Ja. Und das wird auch sich, glaube ich, auf absehbare Zeit nicht besonders ändern. Ich sehe jedenfalls Rot-Grün, sage ich da, sehe ich in Bayern noch nicht regieren auf absehbare Zeit. Interessant finde ich hier nur in dem Buch halt, dass der Triumph österreichischer Politik im Süden Deutschlands der römischen Priesterschaft in jenen Gegenden bereits ein Übergewicht verschafft hat und das Streben nach Alleinherrschaft neu belebt. Nach dem Motto, was wir in Bayern können, das können wir in ganz Deutschland tun. Das sagt der Autor uns hier mit anderen Worten. Und wie sagen sie in Bayern so schön? Mir san mir. Ne? Die können ja kein Deutsch, die brabbeln da ja irgendwas anderes. Ich will jetzt keinen beleidigen, aber normale deutsche Sprache ist es auch nicht, was die da sagen. Und hier manifestiert der James Atkin Wiley im Mitte des 19. Jahrhunderts das, was wir dann 80 Jahre später ungefähr mit Errichtung des Dritten Reiches auch erlebt haben. Man sieht also, wie das damals auch schon so war. Und deswegen hat damals ja Bismarck auch diesen innerdeutschen Kampf gekämpft. Er hat auch den Kampf gemacht zwischen dem Norddeutschen Bund gegen den Süddeutschen Bund. Das war doch die Schlacht bei Königgrätz und was war nicht alles. 1866, das war doch ein bisschen so der Freiheitskampf, der dafür da war, um Deutschland zu vereinen, wo Bismarck mit seiner politischen Macht dafür gesorgt hat, um eben zu probieren, den Süden unter sich zu kriegen, den Süden zu dominieren. Und hier, James Atkin Wiley schreibt genau das Gegenteil, der Süden will den Rest Deutschlands dominieren. Das war schon immer ein Kampf gegeneinander, Nord gegen Süd. Nach dem Zweiten Weltkrieg haben sie das anders aufgeteilt. Da haben sie Ost gegen West gemacht. Aber traditionell war in Deutschland, zumindest seit der Zeit der Reformation, der Kampf mehr oder weniger Nord gegen Süd oder Protestantismus im Norden gegen den Katholizismus im Süden. Kam ja auch deutlich zu tragen während des Dreißigjährigen Krieges, Beginn des 17. Jahrhunderts, über den wir ja ausführlich in Theodor Griesingers Lesung gesprochen haben.
Wie gesagt, ich gebe dir vollkommen recht, Michael, mit allem, was du hier gesagt hast. Und du hast vollkommen recht, was die CSU und so weiter angeht und überhaupt diese sogenannte, zwischen Anführungszeichen, christliche Partei, wie sie sich nennt. Die nennt sich nur so, weil sie sich nicht KSU nennen kann, also Katholisch-Soziale Union, ne? Obwohl sie das eigentlich ja ist. Und wie gesagt, ich will da jetzt auch nicht zu weit drauf eingehen, nur es ist ja interessant, dass wir hier bereits in den 1850er Jahren das sehen und später werden wir es noch sehen, da kommt noch ein kleiner Kommentar von mir, nämlich darüber, wie wichtig es ist, das Buch von Arthur Böttling, Bismarck und das Deutsche Reich zu lesen. Aber da kommen wir dann nachher zu, wenn wir zu dem kommen, was wir da lesen wollen. Erstmal fahren wir jetzt hier fort und lesen, was der James Edgar Wylie uns weiter sagt. Demzufolge stellen sie Forderungen, also diese Katholiken aus dem Süden kommend, die mit jeder Regierung, besonders aber mit einer konstitutionellen und protestantischen, schlechthin unverträglich sind. So die Bischöfe der beiden Hessen-Württembergs, das weiß ich jetzt nicht, welche Stadt ist das denn? Nassau, Frankfurts, lauter protestantische Staaten und Badens, eines halb protestantischen Landes. Das betreffende Dokument ist überschrieben, die versammelten Bischöfe der oberrheinischen Kirchenprovinz an die verschiedenen Regierungen. Da wird gefordert, wie folgt. Das ist jetzt also aus dem Konkordat, das werden wir jetzt gleich lesen. Und deswegen, ja, warte, warum eigentlich noch wählen gehen, wird hier nicht ersichtlich, wer wirklich regiert, ob man jetzt wählen geht oder nicht, selbst heute? Also, Zurücknahme aller seit dem März 1848 bewilligten religiösen Freiheiten. Freie Ernennung zu allen kirchlichen Ämtern und Benefizien durch die einzelnen Bischöfe in ihren betreffenden Sprengeln. Freie Ernennung zu allen kirchlichen Ämtern und Benefizien und auch zu allen politischen Ämtern natürlich, ja, politische Freiheit, ne, das fordern die Katholiken ja immer, die ihre Autorität aber dem Papst unterstellen, nicht dem Staat, dem sie dienen. Das Recht der Bischöfe, ihre Untergeordneten einer besonderen Prüfung zu unterwerfen und sie nach den kanonischen Gesetzen zu bestrafen. In Betreff der Ausübung kirchlicher Strafgerichtsbarkeit die Abschaffung des Rechtes an die weltlichen Gerichtshöfe zu appellieren. Haben wir das gut verstanden? In Betreff der Ausübung kirchlicher Strafgerichtsbarkeit die Abschaffung des Rechts an die weltlichen Gerichtshöfe zu appellieren. Also mit anderen Worten, das Urteil der Kirchengerichte ist unanfechtbar. Das kirchliche Strafrecht soll sich erstrecken vom einfachen Verweise bis zur Entfernung vom Amte und Verlust der Einkünfte. Jeder Versuch in dieser Beziehung an die weltliche Gewalt zu appellieren, soll als ungehorsam gegen die gesetzliche Autorität der Kirche angesehen und mit Exkommunikation im weitesten Sinne bestraft werden. Und dabei möchte ich nochmal eben den aufmerksamen Hörern und Zuschauern ins Gedächtnis rufen, wenn jemand exkommuniziert ist, dann ist er freiwillig, dann ist er vogelfrei, dann ist er einer, der außerhalb der Jurisdiktion der römisch-katholischen Kirche ist, dann ist er ein Heretiker und Heretiker dürfen frei getötet werden. Es ist sogar ein löbliches Werk. So ist das römisch-katholisch-kanonische Recht. Die Errichtung von Knabenseminarien. Bischöfliche Bestätigung der Ernennung aller Religionslehrer in Gymnasien und Universitäten, also keine Möglichkeit, eine andere außer die römisch-katholische Religion zu erlernen. Abschaffung des Placet von Seiten des Staates. Placet, das ist das Recht der Staatsgewalt, von Erlassen der Kirchenbehörden vor deren Veröffentlichung Einsicht zu nehmen und deren Bekanntmachung zu gestatten oder zu untersagen. Also Abschaffung des Placet von Seiten des Staates für die Veröffentlichung päpstlicher Bullen, Breves und bischöflicher Hirtenbriefe an die Glieder des Klerus. Erlaubnis für die Bischöfe dem Volke überall, auch im Freien, zu predigen und Exerzitien zur Unterweisung der Priester abzuhalten. Erlaubnis zu allen Vereinigungen von Männern und Weibern zum Gebet, zu beschaulichem Leben und zu Übungen in der Selbstverleugnung. Wiedereinsetzung der Bischöfe in den vollen Genuss ihrer frühen peinlichen Gerichtsbarkeit gegen alle solche Kirchenglieder, welche die kirchlichen Ordnungen offenkundig missachten.
freier Verkehr zwischen den Bischöfen und Rom. Keine Einmischung der weltlichen Gewalt in Fragen, welche die Erfüllung kanonischer Bestimmungen betreffen. Unabhängige Verwaltung des kirchlichen Vermögens und der Stiftungen, also mit anderen Worten, keine weltliche Kontrolle über die Finanzaktionen der Kirche. Beweisen nicht diese beiden, gleichzeitig in verschiedenen Teilen Europas erschienenen, also Spanien und Deutschland, nach Geist und Ansprüchen, die sie erheben, vollkommen identischen Dokumente, die Konkordate nämlich, deutlich genug, dass das Papsttum den Versuch wiederholt, die Regierung der Welt an sich zu reißen und dass seine Priester in allen Ländern dieses Ziel nach einem gegebenen Plane verfolgen. Überall beanspruchen sie mit größter Dreistigkeit Unabhängigkeit von der Regierung und den Landesgesetzen, nebst unbeschränktem Aufsichtsrecht über die Schulen. Sie möchten alles beaufsichtigen und selbst von niemand überwacht sein. Rom verlangt durch seine Organe von Europa, dass es sich wieder unter seine unfehlbare Gewalt schmiege und beweist es deutlich, dass es unveränderlich im Glaubensbekenntnis und Charakter seine Ausschließlichkeit und Unduldsamkeit unter den freien Ideen und konstitutionellen Verfassungen Deutschlands nicht minder zu behaupten gedenkt als in dem mittelalterlich und despotisch regierten Spanien. Wie der Alpengletscher mitten unter den Blumen und Früchten der Täler und dem hellsten Sonnenschein dennoch mit Eis bedeckt bleibt, so behauptet das Papsttum bei und trotz allem Fortschritte der Welt seine ewige Eifers- und Eisennatur und zeigt im zeigt im 19. Jahrhundert dem aufmerksamen Beobachter dasselbe schauerliche Antlitz wie im 15. Jahrhundert. Und wir alle wissen noch, im 15. Jahrhundert, unter anderem Anfang des 15. Jahrhunderts mit dem Konzil von Konstanz und später Ende des 15., Beginn des 16. Jahrhunderts vor der Reformation, wo die römisch-katholische Kirche sich brüstete, dass es keinen Widerspruch mehr gegen ihr Dogma und gegen ihren Führungsanspruch gab. Es hat sich also, und das ist der Punkt, den James Atkin Wiley hier meint, im Grunde in den letzten 400 Jahren, also zwischen dem, oder 300 Jahren, zwischen Beginn des 16. Jahrhunderts und hier dem 19. Jahrhundert, nach der Reformation, es hat sich im Grunde nicht viel geändert, wenn man das sieht. Wie der Alpengletscher mitten unter den Blumen und Früchten der Täler und dem hellsten Sonnenschein dennoch mit Eis bedeckt bleibt, genauso behauptet das Papsttum bei und trotz allem Fortschritte der Welt, also die Welt schreitet fort, aber die Kirche bleibt stehen, Semper Adem, sie ist unveränderlich, ja, so behauptet das Papsttum bei und trotz allem Fortschritt der Welt seine ewige Eises- und Eisennatur und zeigt im 19. Jahrhundert dem aufmerksamen Beobachter dasselbe schauerliche Antlitz wie im 15. Der Geist jener Dokumente ist derselbe, welcher in einer früheren Zeit Spanien mit den Inquisitionstribunalen und Deutschland mit Scheiterhaufen füllte. Ein Geist, der zu gelegener Zeit auch auf dieselbe Weise sich äußern würde. Seine Diener, also die Diener dieses römisch-katholischen Geistes, möchten mit einem Federstrich alle Garantien des westfälischen Friedens in Deutschland und mit dem Säbel der Rechte des Gewissens alle staatlichen Freiheiten im südlichen Europa vernichten. Der westfälische Frieden, daran erinnern wir uns noch aus der Lesung von Romanismus und die Reformation, 1555, das war das erste Zugeständnis, das den regierenden Fürsten in den deutschen Landen die Freiheit gegeben wurde, die Konfession ihrer Einwohner zu übernehmen. Mit anderen Worten, wenn ein Fürstentum oder ein kleines Königreich, wie zum Beispiel Hannover oder was, sich protestantisch erklärt hat, dann durfte es protestantisch regiert werden. Das war im Westfälischen Frieden, 1555, das erste Mal. Das wird hiermit im Grunde mit solchen Konkordaten umgestoßen, nichtig gemacht. Seine Diener, die Diener der römisch-katholischen Kirche, möchten mit einem Federstreich alle Garantien des Westfälischen Friedens in Deutschland, also Religionsfreiheit für Protestanten, und mit dem Säbel die Rechte des Gewissens und alle staatlichen Freiheiten im südlichen Europa vernichten.
Oh, dass dort Fürsten und Staatsmänner durch das elende Vorgeben eines göttlichen Rechtes zu vergleichen sich nicht täuschen, den heiligen Namen Gottes auf diese Weise nicht missbrauchen ließen. Tun sie es dennoch, so geben sie die unveräußerlichen Rechte ihrer Völker maßlosester Priesterwillkür preis. Und hier gehen wir jetzt kurz in eine Fußnote, wo wir lesen: Bekanntlich dauern die Verhandlungen zwischen den oberrheinischen Bischöfen und den betreffenden deutschen Regierungen jetzt, wir sprechen hier vom Sommer 1852, noch fort. Und es ist höchst unerquicklich, die Zaghaftigkeit zu beobachten, mit der die Letzteren den klerikalen Anmaßungen gegenüberstehen, indem sie einerseits wohl fühlen, dass sie ihre Throne durch die Gewährung des Verlangten unterhöhlen, andererseits aber auch nicht stark genug sich halten, den mächtigen ultramontanen Partei den Handschuh hinzuwerfen, also den Fehdehandschuh. Empörend aber ist es, wie die Organe eben dieser Partei beständig den Schein annehmen, als handle es sich bloß darum, die arme, bisher so schmachvoll gedrückte Kirche der drückendsten Fesseln zu entledigen. Hierin führt den Reigen die deutsche Volkshalle, welche überhaupt in glatter, gewandter und schmiegsamer Form die weitgreifendsten hierarchischen Gelüste verteidigt und ihre Erfüllung den Lesern plausibel zu machen versteht. Den erwähnten Anmaßungen gegenüber hat Bayern bis jetzt noch die größte Festigkeit in politischer Weisheit bewiesen. Dank der verständigen Einsicht seines Monarchen und da es in seinem wohlverstandenen Interesse die übrigen beteiligten Regierungen ersucht hat, in ihren eventuellen Konzessionen nicht über die seinerseits innegehaltene Grenze hinauszugehen, bezeichnen jene Organe dies natürlich als den ärgsten Frevel an der Kirche und schreien Gewalt, weil ein katholischer Staat seine Existenz aufrecht erhalten will. Eine Anmerkung des Bearbeiters, und hier sage ich, dass das hier Gesagte und noch einmal unterstreicht die Wichtigkeit des Buches Bismarck und das päpstliche Rom, genetische Darstellung anhand der Quellen, dass man sich auf archive.org gratis herunterladen kann, und auch den Link werde ich in die Beschreibungsbox dieses Videos mitzufügen, weil das Buch spricht auch von der Zeit vor der Gründung des Reichs Bismarck 1871 und ist sehr, sehr interessant. Ich habe es leider schon eine ganze Weile nicht mehr gelesen, weil ich die Zeit einfach nicht mehr hatte. Aber wir Briten brauchen nicht bis nach Spanien oder Deutschland zu gehen, weil James Edgar Wiley ist natürlich ein Brite, der das hier schreibt. Wir Briten brauchen nicht bis nach Spanien oder Deutschland zu gehen, um uns zu überzeugen, dass die rein geistliche Jurisdiktion unmittelbar zum weltlichen Suprematen werden muss. Man blicke nur über den St. Georgskanal. Wer das nicht kennt, das ist ein St. George Channel, eine Meerenge zwischen Irland und Wales. Die britische Regierung beschließt aus Mitleid mit der tiefen Unwissenheit des irischen Volkes und in der Hoffnung, dem Elend dadurch in etwas abzuhelfen, die Anlage mehrerer höherer Schulen in dem finsteren Lande. Die Priesterschaft entdeckt sogleich, dass dieser Plan das gute Recht der Kirche auf die Dummheit der Einwohner bedroht. Das Recht der Kirche auf die Dummheit der Einwohner, weil die Kirche hat kein Interesse an gebildetem Volk. Aber die Kirche ist diejenige, die die Schulen einrichtet. Also werden sie ja wohl nicht dafür sorgen, dass die Leute tatsächlich wirkliche Weisheit bekommen, wirkliches Wissen bekommen. Nein, da dient dann eben das Indoktrinieren mit Lernen gegen das Lernen für, wie wir das aus der jesuitischen Schule kennen, wie wir das aus Herrscher des Bösen kennen, weil eben die Priesterschaft nur regieren kann, wenn das Volk dumm ist, wenn das Volk einfältig ist, wenn das Volk abergläubisch ist und damit dieser abergläubischen heidnischen Religion, die sich römischer Katholizismus nennt, auch noch folgt. Die Kirche hat ein Recht auf die Dummheit der Einwohner. Und deswegen sorgt die Kirche davor, dass die Einwohner auch wirklich dumm gehalten werden. Also, wer glaubt, dass er jemals zur Schule ging, um wirklich schlau zu werden, sollte nach dem Lesen Büchers wie diesem zu einer anderen Erkenntnis kommen. Das Problem ist, dass Bücher wie dieses
in der Schule natürlich überhaupt nicht gelehrt werden. Weil hier kann man ja wirklich eine Erkenntnis daraus erziehen. Die Priesterschaft also entdeckt sogleich, dass dieser Plan das gute Recht der Kirche auf die Dummheit der Einwohner bedroht. Und der Papst, der Antichrist, wirft nicht etwa einen Stein gegen eins dieser Kollegien, sondern gebraucht nur das Mittel rein geistiger Direktion, welches aber genau die Wirkung einer Intervention mit physischer Gewalt ausübt. Er erlässt eine Bulle, welche die irischen Kollegien für gottlos erklärt und jedem guten Katholiken bei Verlust seiner Seligkeit verbietet, also Exkommunikation, ihnen seine Kinder anzuvertrauen. Dieses Dekret des Quirinal vereitelt natürlich die gute Absicht der Königin und macht die Kollegien völlig nutzlos für das irische Volk, wenigstens für alle die, denen sie zumeist zugute kommen sollten, hat also denselben Erfolg, als wenn eine Armee die betreffenden Gebäude zerstört und keinen Stein auf dem anderen gelassen hätte. Ob wir also den Papst, den Direktor oder den Diktator von Irland nennen, das ist völlig einerlei. Er bleibt der wirkliche Souverän des Landes, solange Irland papistisch ist. Die britische Macht ist darauf beschränkt, dieser unglücklichen Insel Steuern aufzuerlegen, die von den Priestern verzehrt und nach Rom geschickt werden, während England die Pflicht hat, ein Land zu ernähren, welches Habsucht und Tyrannei der Kleriker zu einer Wohnung von Bettlern gemacht haben. So ist des Papstes Joch um keinen Gran leichter, wenn wir es auch nicht mehr weltlichem Suprimat, sondern geistliche Jurisdiktion oder gar geistliche Direktion nennen. Und es ist sicherlich ein elender Trost für einen unglücklichen Fürsten, dem plötzlich sein Thron genommen wird, zu wissen, dass der Papst dies nicht straft. Dass der Papst dies nicht Kraft seiner Jurisdiktion, sondern Kraft seiner Direktion getan hat. Schlussendlich ist es dem egal, warum. Aber er hat es getan, dass er diese Gewalt nicht als das Oberhaupt seines Königreichs, sondern als der Herr seines Gewissens ausgeübt hat. Dass er, der König selbst, zwar nicht sein Land, aber sein Gewissen von dem Papste zu leben trug und dass er endlich von der Route des Papstes nicht in seiner Eigenschaft als König, sondern in seiner Eigenschaft als Christ, also Katholik, getroffen worden. Fürwahr, auch auf die Gefahr hin, dadurch sowohl sein Verbrechen als seine Strafe zu vermehren, dürfte er in jenen seinen Unterschied eine elende Spitzfindigkeit nennen. Wieder gehen wir hier in eine Fußnote hinein. Und die wird sehr lang, das kann ich euch jetzt schon sagen. Aber ich kürze trotzdem ab, das habe ich auch hier vermerkt. Moment. Im Dezember 1850 richtete Lord Palmerston von Seiten des Auswärtigen Amtes ein Zirkulare, also das nennt man heutzutage ein Memo, ein Schreiben, an alle Gesandten ihrer Majestät von England, in welchem er sie um Übersendung von Abschriften der Konkordate oder ähnlicher Verträge, welche zwischen der römischen Kurie und den einzelnen Regierungen, bei welchen sie akkreditiert seien, beständen. Die Antworten bilden die Bestandteile eines blauen Buchs von ungefähr 350 Seiten, welches jüngst offiziell veröffentlicht worden. Wir teilen hier aus den durch den englischen Gesandten in Turin, Herrn Ralph Abercrombie, gelieferten Beiträgen die Abschrift des von den Kardinälen in Sardinien geforderten Eides. Dieser beantwortet vollständig und für alle Regierungen die Frage, was eigentlich ein Kardinal sei, und tut dar, dass er der geschworene Emissär und Kundschafter, die willenlose Kreatur des römischen Hofes ist. Er, der Kardinal, vernichtet mit seinem neuen Eide so handgreiflich als möglich den früher seinen Landsherren geleisteten und kann je nach Umständen bei den geringsten Differenzen zwischen seinem Staate und der römischen Kurie wie im Mittelalter der gefährlichste Feind der legitimen Autorität werden. Jetzt lesen wir den Kardinalseid, aber wir lesen ihn nicht vollständig. Ich möchte jeden dazu animieren, den Rest selbst zu lesen. Ich mache hier an einer bestimmten Stelle eine Pause, also schließe den Eid hier ab. Den Rest kann man dann selbst noch lesen. Das Wichtigste
ist übrigens in dem, was ich hier jetzt vorlese, enthalten. Aber wenn man die restlichen zwei Seiten noch lesen will, dann kann jeder das selbst tun, weil das Buch gibt es ja im Internet frei verfügbar. Also, der Kardinalseid lautet wie folgt. Ich, Kardinal der Heiligen Römischen Kirche, verspreche und schwöre, dass ich von dieser Stunde, bevor ich jetzt weitergehe, einen Eid ablegen gegenüber dem Papst. Ich verspreche und schwöre, wir alle wissen doch als bibelgläubige Christen, dass in der Bibel deutlich drinsteht, dass wir keine Eide schwören sollen. Ja? Unsere Rede soll ja, ja, nein, nein sein, alles andere ist übel. Ja? Bitte, also wir sehen hier schon, alleine schon mit diesen Eiden, die den Leuten abgezwungen werden, dass das nicht biblisch ist. Aber ja, die römisch-katholische Kirche hat ja mit der Bibel auch nichts weiter am Hut. Also fangen wir nochmal an. Ich, Kardinal der Heiligen Römischen Kirche, verspreche und schwöre, dass ich von dieser Stunde bis an mein Lebensende treu und gehorsam sein will, Sankt Peter, der Heiligen Apostolischen Römischen Kirche und unserem allerheiligsten Herrn, dem Papste und seinen kanonisch und gesetzmäßig gewählten Nachfolgern, dass ich weder Rat noch Zustimmung noch Beistand gegen die päpstliche Majestät und Person leisten will, dass ich niemals wissentlich und vorsätzlich zu ihrem Schaden oder Ungunst die von ihnen selbst oder durch Boten oder und Briefe mir anvertrauten Beschlüsse veröffentlichen will, dass ich ihnen auch in Erhaltung, Verteidigung und Wiedererlangung des römischen Papsttums und der Regalien St. Peters allen Beistand, alle meine Kraft und Bemühungen, soweit Rechte und Vorrechte meines Standes es mir gestatten, leisten und gegen jedermann ihre Ehre und Amt verteidigen will, dass ich die Legaten und Gesandten des apostolischen Stuhles in den Gebieten, Kirchen, Klöstern und anderen meiner Obhut anvertrauten Anstalten mit schuldiger Achtung und Ehrfurcht leiten und schützen, dass ich im herzlichen Einverständnis mit ihnen handeln und ihnen bei ihrer Ankunft, Abreise und Rückkehr alle Ehre erweisen und bis aufs Blut jedermann widerstehen will, der sich in irgendetwas ihnen widersetzen sollte. Dass ich auf jede Weise und durch jedes Mittel mich bemühen will, zu erhalten, zu vermehren und zu befördern die Rechte, Ehren, Vorrechte und Autorität des heiligen römischen Bischofs, unseres Herrn, des Papstes und seiner vorerwählten Nachfolger und das, wofern irgendetwas zu ihrem Nachteil ersonnen werden sollte, welches zu hindern außer meiner Macht stände ich, sobald ich erfahren, dass irgendwelche Schritte getan oder Maßregeln getroffen worden in dieser Sache, ich es demselben unserem Herrn oder seinem vorerwählten Nachfolgern oder irgendeiner anderen Person, durch welche es zu ihrer Kenntnis gebracht werden könnte, kundtun will. Die Kunst, so lange Sätze zu schreiben, muss man auch erstmal haben, ne? Dass ich beobachten und ausführen und anderen zur Beobachtung und Ausführung ans Herz legen will, die Gesetze, die heiligen Väter, die Beschlüsse, Befehle, Dispensationen, Reservationen, ja, geistige Reservationen, Anordnungen, apostolischen Mandate und Konstitutionen des heiligen Papstes Sixtus in Betreff des Besuchs der apostolischen Residenz zu gewissen vorgeschriebenen Zeiten, genau nach dem Wortlaute, in welchem ich sie soeben durchgelesen. Dass ich auf jede Weise und mit jeder möglichen Anstrengung aufsuchen und bekämpfen, omni conatu persecutorum et impugnaturum, dass ich auf jede Weise und mit jeder möglichen Anstrengung aufsuchen und bekämpfen will, Heretiker und Schismatiker, wieder denselben unseren Herrn, den Papst und alle seine vorerwählten Nachfolger. Dass ich, wenn ich, es sei aus welcher Ursache immer, durch denselben unseren allerheiligsten Herrn und seine vorerwählten Nachfolger vorgeladen werde, mich persönlich oder, falls ich durch ein gesetzliches Hindernis abgehalten werde, durch einen Vertreter vor ihnen stellen will, um mich zu rechtfertigen. So,
Und wie gesagt, ab hier ist genug, ab hier könnt ihr das selbst weiterlesen. Dann gehen wir jetzt nochmal zurück und lesen in dem eigentlichen Buchtext weiter. Wir hatten ja hier, sind wir in die Fußnote gegangen, da müssen wir jetzt hier weiterlesen. Also, nochmal eben, zur Einleitung des Eides des Kardinals oder des Kardinals hier. Fürwahr, auch auf die Gefahr hin, dadurch sowohl sein Verbrechen als seine Strafe zu vermehren, dürfte er jenen seinen Unterschied eine elende Spitzfindigkeit nennen. Ne, da waren wir doch gar nicht, ne? Wir waren hier oben. Ne, stimmt, wir waren hier. So, also, dann geht es jetzt im Buch weiter. Diese zwei also, Direktion oder Leitung und göttliches Recht, sind die äußersten Punkte im Barometer päpstlicher Macht, zwischen denen sie auf und nieder sich bewegt. Sie sinkt nie unter den ersteren hinab. Welchen Stand sie aber auch einnehme, immer bleibt sie, was sie ist, der Suprimat. Wir haben im zweiten Kapitel bereits angedeutet, dass die weltliche und geistliche Jurisdiktion einander nebengeordnet sind, ja, nicht übergeordnet, sondern nebengeordnet sind und haben diese Ansicht als die einzig richtige, weil allein schriftgemäße bezeichnet. Da setzt sich der Papst aber drüber hinweg. Er nebenordnet nicht, er überordnet. Die Freiheit der Gesellschaft kann nur durch das von Gott beabsichtigte Gleichgewicht beider Gewalten erhalten werden. Bei einem Übergewicht der weltlichen Gewalt haben wir den Krastiatismus. Da habe ich ja auch gesucht, was das jetzt heißt. Da gehen wir kurz in die Note rein. In die kirchlichen Angelegenheiten seiner Zeit griff Thomas Erast so tief ein, dass man in Großbritannien seitdem dort die nach dem Tode des Erastus aus seinem Nachlass herausgegebene Schrift mit dem schönen langen Titel, den ich jetzt in Latein nicht vorlese, auf Deutsch heißt das Behandlung der sehr schwerwiegenden Frage, ob eine Exkommunikation auf einen göttlichen Antrag gestützt wird oder von Menschen erfunden ist, bekannt geworden war, bis auf den heutigen Tag die Richtung, welche die Kirche der Staatsgewalt unterordnen will. Das wird als Erastianismus bezeichnet. Also, dass wir wissen, welches Wort hier gemeint ist. Ja? Nochmal den Satz dann. Bei einem Übergewicht der weltlichen Gewalt haben wir den Erastianismus oder die Sklaverei der Kirche. Bei einem Übergewicht der geistlichen den Papismus oder die Knechtschaft des Staates. Das papistische Element drang in das Kirchenregiment, als die geistliche Unabhängigkeit in geistliche Oberherrschaft sich verwandelte. Dies glückte, als im 6. Jahrhundert der Bischof von Rom den Anspruch erhob, Christi Stellvertreter zu sein. Wir erinnern uns, Gregor der Große, 584 war der in der Regierung, also Ende des 6. Jahrhunderts, hat davor gewarnt, dass derjenige, der sich Bischof der Bischöfe nennt, der Vorläufer des Antichristen sein wird. Und sein Nachfolger, Bonifaz III., war der Erste, der damals von dem oströmischen Kaiser Phokas die Macht bekommen hat. Der Phokas hat nämlich die spirituelle Macht der Ostkirche und der Westkirche dem Bischof in Rom zugewiesen. Und das war Anfang des 7. Jahrhunderts. Also wir sprechen hier um die Zeit von 606, 607. Der Autor spricht hier von dem 6. Jahrhundert. Das war der Vorläufer, das war Gregor der Große. Seitdem begannen die Päpste durch Direktion in die weltlichen Angelegenheiten sich zu mischen. Unter Antichrist Gregor dem 7., der berühmte Hildebrand in den 1070er Jahren, wurde diese Direktion zur Jurisdiktion. Ja, er war derjenige verantwortlich dafür eigentlich, das Gottesreich auf Erden zu etablieren unter dem Papsttum. Und blieb es mit größerem und geringerem Erfolge bis zur Reformation, also dicke 500 Jahre lang. Seitdem ist sie allmählich durch die Zwischenstufen der indirekten weltlichen Gewalt und der rein geistlichen Jurisdiktion wieder zu ihrem Anfange, der Form der Direktion, zurückgekehrt, um womöglich die frühere Laufbahn noch einmal durchzumachen. Ehe aber die Wurzel jener mehr erwähnte Anspruch, nämlich auf das Vikariat Christi, nicht ausgerissen ist, ehe diese Wurzel nicht ausgerissen ist, ist auch an eine Besserung der bösen Prinzipien des Papismus nicht zu denken.
Der Suprematist kann seine Gestalt verändern, wie er kann. Wie manche Philosophen von der ganzen Welt behaupten, in eine Nussschale sich zurückziehen, aber sich auch ganz plötzlich wieder entwickeln und, ist die Welt ihm günstig, schnell seinen früheren riesigen Umfang wieder erreichen, alle irdische Regierungsgewalt in Schatten stellend und Gleichheit mit, wenn nicht Vorrang, vor der göttlichen Autorität beanspruchend. Wenn nach der modernen Theorie die Christenheit ihr Gewissen vom Papste zu lehen trägt, dieser also der Lenker der Welt, weil der Lenker des Gewissens ist, so werden die römischen Würdenträger es gewiss nicht übel nehmen, wenn wir in dieser Beziehung, ob auch das Ungenügende des Bildes in mancher anderen gern zugebend, den Papst mit dem Führer eines Eisenbahnzugs vergleichen. Er zieht zwar nicht einen einzigen Wagen, aber er regelt die fortbewegende Kraft und leitet den ganzen Zug. Der Aberglaube ist die treibende Kraft und hoch auf der Maschine sitzt Peters Nachfolger, hält sie mit geschickter Leitung in den Schienen der apostolischen Sukzession und bewahrt sie vor den Abgründen der Ketzerei. An keiner Handhabe lenkt er den ganzen Konvoi der katholischen Staaten. Und das ist nicht Jurisdiktion, sondern Direktion. Aber auch in mehr klassischer Weise können wir uns das hohe Amt des Papstes angemessen vorstellen. Die Romanisten haben ihn erhöht, wie die Heiden ihren Jupiter, in den Sitz unnachbarer Herrlichkeit, fern von allen irdischen Angelegenheiten. In dieser ewigen Ruhe gibt er seine unfehlbaren Entscheidungen und lässt sich sonst unbekümmert um die kleinlichen Verhältnisse und die Kämpfe der Leidenschaften auf dem Erdball. Oder, wenn er sich je erinnert, dass es Kanonen und Säbel gibt, die so oft die Befehle seiner Unfehlbarkeit ins Werk gesetzt haben, was kann er dafür? Er muss seine Schuldigkeit tun als geistlicher Lenker der Welt. Er darf ja sein unfehlbares Urteil über wichtige, ihm vorgelegte, die Pflicht betreffende Fragen nicht zurückhalten. Und wenn andere bei Ausführung seiner Ratschläge zu irdischen Waffen ihre Zuflucht nehmen, so bittet er die Welt wohl zu beachten, dass er es nicht tut und nicht dafür in Anspruch zu nehmen ist. Ruhig überlässt er alles Weitere seinen zahlreichen Helfershelfern, deren Rollen aufs Geschickteste verteilt sind, bis auf den letzten Vikar in Tipperary hinab. Jeder hat seinen Platz und weiß ihn zu behaupten. Und wenn nun ein armer König das Missgeschick hat, der römischen Kirche Missgefallen auf sich zu ziehen, so rührt der Papst keinen Finger und krümmt ihm kein Haar. Nein, er nicht. Er winkt nur seinen Gesellen, die seines Rufs gewärtig stehen und die im Vatikan ersonnenen Pläne werden pünktlich ausgeführt. Bei dieser allerdings scharfen Schilderung möge ein deutscher Protestant bedenken, dass sie nicht schärfer ist als die in den schmalkaldischen Artikeln, einem unserer symbolischen Bücher enthaltene Bezeichnung des Papstes als des Antichrist. Möchten das doch die romanisierenden Geister unter den Protestanten, die Puseisten des Kontinents, nicht vergessen. Eine sehr interessante und wichtige Anmerkung des Bearbeiters, mit der wir hier das abschließen. Bei dieser scharfen Schilderung möchte ein Protestant bedenken, dass sie nicht schärfer ist als die in den schmalkaldischen Artikeln enthaltene Bezeichnung des Papstes als Antichrist. Das heißt, die schmalkaldischen Artikel wurden aufgestellt in den 1530er Jahren. Durch Martin Luther, das waren eigentlich Schriften, die man bringen wollte an dem Konzil von Mantua, das geplant war für 1538, wenn ich mich nicht irre, oder 1537, das aber niemals stattfand. Das einzige Konzil, das dann stattfand, war das Konzil von Trient 1545. Und für dieses Konzil, das geplant war, hat man die schmalkaldischen Artikel zusammengestellt, die ich in meiner Videospielliste Luther 2017 gelesen habe. Da sind viele Videos drin, unter anderem auch die Lesung von den schmalkaldischen Artikeln. Und darin wird der Papst tatsächlich als Antichrist genannt.
So, und das war den Protestanten bewusst. Das Problem ist, wie wir jetzt gerade eben gelesen haben, wenn nun ein armer König das Missgeschick hat, der römischen Kirche Missfallen auf sich zu ziehen, so rührt der Papst keinen Finger, er krümmt ihm kein Haar, nein, er nicht, er hat nur seine Gesellen, die seines Rufs gewärtig stehen und die im Vatikan ersonnenen Pläne werden pünktlich ausgeführt, um eben diesen abtrünnigen König oder Fürsten oder wie auch immer zur Rechenschaft zu rufen. Und das geht nur, weil der Papst der biblische, historische und prophetische Antichrist ist. Wir schließen damit das 5. Kapitel ab und kommen nächstes Mal, wenn wir lesen, in das 6. Kapitel, das kanonische Gesetz. Und ich kann euch versprechen, das wird ein sehr interessantes Kapitel über das kanonische Gesetz. Das war also der Rest des 5. Kapitels. Es war eine ganze Menge, was wir hier besprochen haben. Es war auch eine ganze Menge, ich sag mal ein bisschen jetzt gesetzliche Sprache. Wir hatten das letztes Mal ja auch schon abgeschlossen, so, wo wir das Konkordat von Spanien besprochen hatten. Jetzt gingen wir in das Konkordat ein, was das damals für Deutschland beinhaltete. Ein deutscher Staat, eine deutsche Nation gab es noch nicht, aber das Konkordat sollte halt abgeschlossen werden mit verschiedenen Staaten. Und wir haben ganz deutlich gesehen, welche Rechte das der Kirche und welche Nichtrechte es allen anderen gibt. Ja? Der Papst hat ein Suprimat sich aufgebaut über die Jahrhunderte, dass, wenn er es denn hat oder hatte zu der Zeit, er auch vollkommen davon Gebrauch gemacht hat. Heute, 2019, leben wir in einer Zeit, in der der Papst dasselbe Suprimat hat, nur es ist den Leuten nicht so deutlich. Damals gab es ja noch einen Aufstand, wie wir gerade gelesen haben, dass die Leute sagten von, nee, das wollen wir nicht. Und dann haben sie es 2 Jahre später doch eingeführt. Ne? Ihr erinnert euch, das Konkordat war von 1851 und wir hatten dann in einer Fußnote gelesen, dass es 1853 dann doch eingeführt wurde. Genauso machen sie das heute in der EU. Ne? Wie sagte der Juncker, wir stellen was in den Raum und wenn es einen Aufschrei gibt, dann gehen wir einen Schritt zurück. Ja, wir gehen nach dem Motto 2 Schritte vor, dann gehen wir vielleicht einen Schritt zurück, dann warten wir ein bisschen ab und dann gehen wir weiter. Aber zurückgenommen wird nichts. Und so ist es mit dem Papsttum hier genau dasselbe. Das Gesicht des Papsttums ist, wie der Titel sagt, ein Doppelgesicht. Es hat sich auch nie verändert. Das Doppelgesicht des Papsttums kommt natürlich hauptsächlich durch den Gott Janus. Das ist der zweigesichtige Gott, von dem wir unseren Monat Januar haben. Aber der Punkt ist, dass das Papsttum nach außen hin als eine freundliche, menschenfreundliche vor allen Dingen, gottesfreundliche Institution erscheint, aber auf der anderen Seite die Fratze des Teufels ist. Weil im Endeffekt, und das ist die Konkludio von heute, der Papst ist der Stellvertreter Gottes auf Erden, aber nicht des Gottes im Himmel, nicht von Jesus Christus, nicht des Vaters im Himmel, sondern er ist der Vertreter des kleinen Gottes, den die Menschen zum Gott erhoben haben, den wir als Satan kennen, den Widersacher des Gottes. Davon ist der Papst der Stellvertreter. Und deswegen sagt die Bibel ganz deutlich, an ihren Früchten werdet ihr sie erkennen. Aber wenn die Leute zu blind sind, um auf die Früchte zu schauen, dann erkennen sie das nicht. Und deswegen leben wir heute in einer Gesellschaft, in einer Zeit, in der die Menschen sich fragen, warum ist das eigentlich alles so ungerecht? Sie verstehen es nicht, weil sie ihre Geschichte nicht kennen. Und sie kennen ihre Geschichte nicht, weil wir in Schulen gehen, von denen die römisch-katholische Kirche sagt, dass sie das alleinige Recht hat, die Leute auszubilden. Und das beginnt im Kindergarten, setzt sich über die Grundschule bis zur Mittelschule, bis zur Oberschule, bis zur Universität durch. Alle diese Schulinstitutionen sind durch die römisch-katholische Kirche nicht infiltriert, nein, sie sind durch sie aufgerichtet, sie sind durch sie geleitet. Das steht natürlich nicht in Großbuchstaben da dran. Und so setzt die Kirche das Recht durch, das sie hat, das Volk dumm zu halten. Genau auf diese Art und Weise. Das funktioniert seit Jahrhunderten, das funktionierte damals, das funktioniert heute und das wird in der Zukunft auch funktionieren. Weil nur die paarjenigen, die der Vater zu Jesus zieht und die die Wahrheit in der Bibel erkennen und die ihr Maul aufmachen und laut schreien, das Papsttum ist der Antichrist, die sind die einzigen, die noch wirkliche Bildung haben. Und der Rest sind alles schlafende Schafe und Lemminge. Und es ist unsere Aufgabe, eben diesen eine Geschichte, eine Geschichtsstunde zu geben, dass sie aus ihrem Traum, der eigentlich ein Albtraum ist, endlich aufwachen und dass sie endlich wach werden können zu der einzigen Wahrheit, die es gibt, nämlich die
der in der Bibel steht. Im Deutschen ist es die Schlacht der 2000, im Englischen ist es die 1611 König James Bibel und nur darin finden wir die einzige Wahrheit, die in dieser Welt zählt. Und vor allen Dingen eine Wahrheit, die das Papsttum zwar probiert zu verändern, durch falsche Bibeln rauszubringen und den Leuten die Bibel zu entziehen, aber wenn ihr sie dann einmal in der Hand habt, dann solltet ihr sie mit eurem Leben verteidigen. Weil ohne das Wort Gottes haben wir keinen Grund zu bestehen. Ohne das Wort Gottes haben wir keine Moral, haben wir kein Gewissen. Nein, dann wird der Papst unser Gewissensleiter, genau wie er das bei den Katholiken ist. Und das ist das Letzte, was ein bibelgläubiger Christ will. Von daher, lest eure Bibel. Maranatha.